Ruth Weiß blickt auf ein langes und geschichtsträchtiges Leben zurück. Jahrgang 1924 hat sie prägende Ereignisse der neuesten Zeitgeschichte selbst miterlebt und fühlt sich immer noch stark genug, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung anzukämpfen. Dass es einmal in dieser Stadt eine große und eine sehr zufriedene jüdische Gemeinde gegeben hat, die sich als Ascheberger, als Aschaffenburger gesehen haben. Und dafür steht dieser Name. Und dafür bin ich recht dankbar, dass es eben heute nicht das Deutschland der 30er und 40er Jahre war. Die jüdische Schriftstellerin und Wirtschaftsjournalistin ist in Fürth geboren, floh vor dem Nationalsozialismus nach Südafrika und war plötzlich mit dem nächsten Unrechtsregime konfrontiert, der Apartheid. Ich habe das täglich erlebt in der Schule, wo ich zufällig, nein, es war eben kein Zufall, ich war mit einem Mädchen befreundet, die von niemand anders angesehen worden ist. Ich war natürlich eine Outsiderin, aber dieses Mädchen eigentlich nicht. Mir war das zuerst gar nicht klar. Aber auf dem Weg nach Hause wurden ihr Schimpfworte nachgerufen, so wie mir das einmal in Fürth geschehen ist. Im Nachhinein bewertet sie diese bitteren Erlebnisse als wichtige Grundlage für ihre Sicht der Dinge und der Einschätzung der Verbrechen in Hitler-Deutschland. Dass ich das Glück hatte, von einem Unrechtssystem in ein anderes zu kommen und dadurch erfahren habe, dass es sehr menschlich ist, dass es nicht auf ein Land oder ein Volk bezogen ist, sondern das Böse kann überall sein, genau wie das Gute. Bestätigt wird Ruth Weiß Überzeugung in ihrem hohen Alter nun erneut. Beim Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine. Das ist einfach absurd. Nicht der Präsident Zelensky ist Jude. Und die Ukrainer sind ganz einfach Bürger ihres Landes und haben wahrscheinlich auch von rechts bis links verschiedene politische Ansichten. Aber dass man deswegen dieses Land unbedingt besiegen muss, damit die Nazi-Idee verschwindet, es hat überhaupt keine Logik. Genau deshalb widmete sie ihr Leben als Schriftstellerin und Journalistin den Bemühungen, Vorurteile und Diskriminierung abzubauen. Sie durfte aufgrund ihrer Publikationen gegen Rassenhass jahrelang nicht mehr nach Südafrika einreisen, war aber bei den bedeutenden Politikern der Welt angesehen und wurde für ihr Wirken auch geehrt. Nicht zuletzt im Kleinen, als Namensträgerin der Ruth Weiß Realschule in Aschaffenburg. Also unglaublich eigentlich, nicht? Und was ich gesagt habe, meine ich auch, es ist nicht mein Name, es ist, dass das ein jüdischer Name ganz offensichtlich ist. Dass die Stadt das akzeptiert hat, nicht? Das ist doch erstaunlich. Denn wenn es mich nicht mehr geben wird, und das kann jeden Tag geschehen, dann ist dieser Name immer noch der einer Schule. Und damit einer, der zum Vorbild für die nachkommenden Generationen wird, die sich um gegenseitigen Respekt und Frieden aller Menschen einsetzen.